and Gentlemen, mein Name ist Wolros und ich wünsche euch frohe Weihnachten 2015, besinnliche Feiertage und viel Ruhe in eurem Zuhause. Ich weiß, ihr seid natürlich schon alle ganz gespannt, was uns in Türchen 24 erwartet. Das Highlight des Bier-Adventskalenders. Und ich bin ja nicht blöd, ich habe ja die ganzen Kommentare aus den vergangenen 23 Tagen gelesen. Und ich weiß natürlich, was eure Vermutungen waren. Und ich denke, naja, es ist sowas wie ein offenes Geheimnis, was wir hinter Türchen 24 haben, oder? Unser persönliches Lieblingsbier, das beste Bier, das wir kennen, Ladies and Gentlemen, war es anders zu erwarten? The Almighty! Hinter Türchen 24, The Almighty Augustiner Hell. Das ohne es probieren zu müssen natürlich von uns die 5-Sterne-Bewertung bekommt, denn es ist das beste helle Bier, das wir auf diesem Planeten gerne trinken. Nimm mal. Hä? Augustiner Bier, das habt ihr doch alle erwartet. Das ist ja voll die Enttäuschung. Willst du uns jetzt mit so einem Pappenstiel in den Urlaub schicken oder was? Ladies and Gentlemen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber mein Name ist Wolverus und ich werde euch garantiert zum 24. Dezember nicht sowas bieten. Ladies and Gentlemen, deswegen, und jetzt mache ich es knallhart. Das hier ist das Glas, das uns durch die vergangenen 23 Tage begleitet hat. Und ich mache jetzt etwas, womit wahrscheinlich keiner rechnen wird. Nein, ich mache es nicht kaputt. Ladies and Gentlemen. Dein Glas. Das ist dein Glas für Tag 24. Und das ist mein Glas. Denn, Ladies and Gentlemen, zu Tag... Hallo. Tag 24 habe ich etwas völlig Verrücktes für euch. Ladies and Gentlemen, ich präsentiere... das frohe Weihnachtsbier! Und ja, Sie sehen recht, Ladies and Gentlemen, ein fucking... Liter. Es ist das frohe Weihnachtsbier und vertraut mir, Leute. Ansonsten steht hier bis auf die Literzahl und in Zutaten Wasser, Gerstenmalz, Hopfen nichts drauf. Das ist alles. Das ist alles, Ladies and Gentlemen, das frohe Weihnachtsbier. Sogar mit einem extra Sicherheitsverschluss, den ich jetzt mit einer fucking Schere abschneiden muss. Oh, wir packen zum 24. einen aus. Ihr habt ja keine Ahnung. So. Ho, ho, ho. Hat man sich gedacht. Und, boah, die ist aber auch ein Drum, ey. Schaut euch das mal an. Frohe Weihnacht wünsche ich euch. Und ich glaube, das Bier möchte es uns auch wünschen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Da ist irgend so ein alter Mann drauf. Das war's. Und ich bin gespannt, was uns da jetzt erwartet. Ich mach's einfach mal auf, oder? Bin mega aufgeregt. Ladies and Gentlemen! Bügelbiere und keins hat davon auch nur ansatzweise ein schönes Geräusch gemacht und das hier eskaliert. Yay! Na gut, heute ist... Nein, ich hab das ganze Ding zerrissen! Ich wollte gar keine Bierdusche zum 24. Oh, ich hab mir das schöne Shirt versaut. Dieses wundervolle Shirt im Übrigen gibt es in meinem Shop.
Ohne Bier. Link in der Videobeschreibung. Oh Gott, nein! Boah, riecht interessant. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. So. Das ging in die Hose. Egal, heute ist der 24. Heute ist der heilige Abend. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Bescherung mit tollen Geschenken. Ich habe mich gerade beschenkt mit einer Bierdusche. Und wir kommen mit... Komm, ich hau... Das Ding ist kaputt jetzt schon. Verdammte Scheiße. Ihr wisst, werdet auch gleich merken, warum ich mich sehr drüber ärgere, dass das kaputt ist. Oh Gott. Alles klar. Ladies and Gentlemen, have fun with this. Hallo, ich komme aus Bayern, ich darf das. So, du darfst ja den Rest einschenken. Frohe Weihnacht, mein Schatz. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass meine Hand nicht gesund aussieht. Alles klar. Da highlighten wir aber ganz schön was. So, und jetzt kommt gleich der Knüller, den ich euch erzählen werde. Schau mal, wie perfekt. Das sieht aber schon hübsch aus, ey. Also das muss ich mal dem Bier lassen. Perfekt. Es passt genau in ihr 04er-Glas. Ich bin so gut, ey. So. First of all, der Stiefel ist geil. Außerdem die Farbe Weltklasse, der Schaum ultra gut. So. Und jetzt werdet ihr gleich wissen, warum ausgerechnet dieses Bier hier dran ist. Zum Highlight unseres 24. Dezember-Kalenders und ich sehr gespannt bin auf dieses Bier. Wir kommen nämlich vorab zum Listenpreis. Ladies and Gentlemen, wenn dieses Bier nicht schmeckt, raste ich aus. Der Listenpreis dieses Bieres beträgt 9,99 €. Weshalb ich mich auch sehr ärgere, dass der Scheiß kaputt gegangen ist. Denn ich kann es jetzt nicht mehr zur Erinnerung in die ins Wandregal, das will ich besitzen, stellen. Fucking hell, auch wenn es ein Liter ist, das macht immer noch. Macht immer noch 5 Euro für einen halben Liter. Ladies and Gentlemen, das frohe Weihnachtsbier. Möchtest du anstoßen mit meinem Schuh? Ja, ein Prosit, ladies and Gentlemen, auf eine frohe Weihnacht und auf einen guten Rutsch ins neue Jahr 2016. Gehabt euch wohl! Ich schwör bei Gott, wenn du sagst, das schmeckt schlecht, ey. Es erinnert mich an ein Bier, das wir schon hatten. Und weißt du, was das ist? Das ist süß. Ich möchte fast wetten, auch wenn es nicht draufsteht, das schmeckt nach Glukosesirup. Kein Scheiß. Schon mal. Aber ich kann jetzt nicht sagen, welches von den Bieren es war. Irgendeins hatte Glukosesirup, das weiß ich. Das war das Lech, aber nicht... Wie das Lech schmeckt es nicht. Aber schmeckst du nichts Süßes? Nein? Was schmeckst du denn? Ist das schlecht? Riecht okay, es sieht Weltklasse aus, hat nicht übertrieben viel Kohlensäure. Nee, es liegt nicht nur am Stiefel. Auch ein Daim ist nicht so tragisch. Hm.
Da wäre es fast passiert. Wenn man die Stiefeltrinkentechnik nämlich nicht raus hat, dann schwappt einem dann das ganze Ding ins Gesicht. Und man muss das nämlich so halten. Und dann, wenn es anfängt zu gluckern da unten, dann drehen. Weil während du drehst, kommt dieser Luftstau, der da ist, der das zum Überschwappen bringt, gibt dann wieder so einen Rückstau unter den Stiefel durch, weshalb es dann wieder ruhig bleibt. Hat denn hier keiner Bierfest gesehen? Um Himmels Willen! Hast du das Bierfest nicht gesehen, oder? Ladies and Gentlemen, wir haben den Film für Heiligabend gefunden. Wir gucken Bierfest. Ah, der Film ist aber echt gut. Da geht's um Bier. Wie der Titel schon sagt. Okay, also. Wenn man das aber nicht geübt ist, gibt das gerne mal ein Problem. Sister, geht doch. Muss einfach nur beim ersten Gluckern direkt drehen, dann hast du keine Probleme. Warum so kompliziert machen? Keine Ahnung, heute ist Heiligabend. Und es schmeckt immer noch nach Glukosesirup. Also ich weiß nicht. Sagen wir es so, wahrscheinlich war es die 9,99 Euro nicht wert, die ich da rein investiert habe. Definitiv nicht. Alkoholgehalt im Übrigen von 5,0%, da steht tatsächlich noch drauf, vom Frohe Weihnachtsbier. Auch wenn das halb kaputt ist, diese Flasche behalte ich als Andenken. Frohe Weihnacht, Leute, ich wünsche es euch von ganzem Herzen. Das Frohe Weihnachtsbier. Also, wahrscheinlich ist das so zum Verschenken ganz nett. Nee, wahrscheinlich nicht. Wir sind ja ehrlich hier, wir haben ja ehrliche Kritiken. Ich weiß nicht, ob man den Geräusch hört, aber sie sind super. Ja, es ist also sehr mild. Oder? Mild ist es? Mild ist es, kratzt nicht. Bei dir kratzt nie Bier im Hals. Ey, wir hatten dieses Brischen ja Brisch gedippt, da war so mega krank kratzig im Hals. Entschuldige bitte mal. Es ist mild. Mit einem leicht bitteren Nachgeschmack und im Mund selbst merkst du den Glukosesirup, der angeblich ja nicht drin ist. Ich für meinen Teil finde es süßlich. Kann man sich vielleicht so zu Heiligabend schon mal gönnen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das müssen wir jede Woche einmal abends trinken. Lieber Grevensteiner, true story. Könnten wir uns eigentlich mal so einen Kasten holen, oder? Kasten Grevensteiner? So neben unserem Augustiner. Grevensteiner war recht teuer, gell? Nicht? Das ist genauso teuer. Ne, stimmt. Grevensteiner war gar nicht so teuer. Könnten wir uns eigentlich mal holen. Grevensteiner ist auch, glaube ich, immer noch das... Neben Kilkenny, also was... Kilkenny ist ja wieder was Eigenes. Also unser bestbewertetes Bier war Grevensteiner, ne? Ja. Grevensteiner kurz vor dem Zwickel und dem Bübel. Ja, richtig. Da müssen wir natürlich noch unterscheiden. Also quasi kannst du sagen, Grevensteiner war das beste Dunkelbier und das beste helle Bier war das Bübel. Bübel hat gewonnen. Beste Dunkelbier, Grevensteiner, beste helle Bier war Bübel und das beste außergewöhnliche Bier, ganz klar Kilkenny. Wenn das nicht so teuer wäre, würde ich mir auch einen ganzen Kasten hier reinstellen. Aber das ist leider gar nicht. Ich darf einen ganzen Kasten reinstellen. Dafür muss ich sehr lange arbeiten. Das lassen wir mal lieber. Also 9,99 €. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal duschen. Sollte mich vielleicht nicht bierbepackt nach dem Heiligen Abend ins Bett legen. Oder doch? Okay, dann schläfst du auf der Couch. Muss mal aufpassen. Also ich trinke es aus. So schlecht ist es definitiv nicht. Aber ich glaube, es kommt nicht über 3 Sterne hinaus.
Es ist zum Beispiel jetzt besser als die östlichen Biere, es ist besser als... Was hatten wir denn noch so gehabt? Ja, wir hatten so viel östlichen Käsekuchen, das ist schwierig. Es ist nicht besser als das Mönchshof, was im Übrigen ganz knapp nach dem Büble kommt. Ich würde das wahrscheinlich so in die Richtung 3 Sterne tendieren. Es ist okay, es ist aber auch definitiv jetzt nicht so lecker, dass ich das Ding jetzt hier direkt runterballern muss und sage, geilster Abend ever. Was ich sowieso nicht tun würde, für alle, die sich jetzt gewünscht haben, ich ex den Stiefel. Leute, das Bier hat 9,99 Euro gekostet. Sowas exst man nicht. Man exst grundsätzlich eigentlich kein Bier. Ein Genussmittel, Freunde. Vergesst das auch nicht an Heiligabend. Fakt ist, die längste Folge, die wir hatten, könnte auch an meinem Bierstau gelegen haben. Aber hey, zu Heiligabend kann man das mal machen, oder? Ich weiß es. Und ich bedanke mich bei jedem Einzelnen von euch, der das gefeiert hat, der irgendwie dadurch unterhalten wurde. Ich weiß, dass ich sehr viele positive Bilanz oder Resonanz bekommen habe, vor allem von Leuten, die ich privat kenne, was mir sehr, 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 sehr viel bedeutet. Vielen Dank an euch und schade, dass es so enden muss. Also, das klingt jetzt irgendwie so abwertend, aber... Was? Weißt du drauf, heute ist Heiliger Abend. Weißt du was? Warte mal. Heute ist Heiligabend. Heute ist alles egal. Ich sag's, wie es ist. Pass auf. Jetzt ist alles egal. Heute ist Heiligabend. Heute ist uns alles egal. Ladies and Gentlemen, ich hab da jetzt einfach nochmal was. Denn wir brauchen es einfach. Wir müssen es einbauen in unseren Abschied. Ladies and Gentlemen. Es kommt jetzt doch. Einfach nur, weil geil, oder? Komm, Ladies and Gentlemen. RIP. Und wir haben außerdem noch was Geiles da. Guck mal, einen richtigen Humpen haben wir da. Das Hofbräuhaus hat angerufen, sie hätten gerne ihren Humpen zurück. Jawohl. Ach, sowas Schönes hast du auch noch nicht gehabt, ha? So, ich kann euch jetzt keine Farbe zeigen. Aber dafür fast ein Schaum, der rauskommt. Ah, oh, oh, schade, den schönen Schaum an. Ach, ist das schön. Ha? Ist das was? Ah, schöner Humpen. Den teilen wir uns heute noch zu Heiligabend. Und dann ist für uns alle Schlafenszeit, oder? Ist ja doch schon ganz schön spät heute, wie ihr bestimmt bemerkt habt. Für alle, die so spät das überhaupt noch an dem Heiligen Abend hier heute gucken. Das ist der Humpen. Ja, ich warte. Ich habe alle Zeit der Welt. Jetzt kommt der direkte Vergleich mit dem Bier gerade. Achtung und... Näher ran. Sogar das. Durch. Ja, dann stimmt auch. Den Nummer zuerst liegt an dir. Ach so. Ich dachte das auch. Ja, also, das meine ich doch. Das ist das Beste. Ich dachte, kommt gerade, sagte, komm mal ran. Alle bitter. Dachte ich mir, du meinst gerade unser Augustiner. Dachte mir, du bist vollkommen besoffen, ey. Ja, dann ist ja alles gut. Das ist doch genau. Hallo, stopp. Das ist genau das, was ich hören wollte. Hallo. Geh doch nicht weg jetzt. Jawohl, geh weiter. Ladies and Gentlemen. Aus dem Humpen heute. Mein persönliches bestes Bier für alle, die es auch immer noch nicht verstanden haben. Augustiner Hell. Auch kein Text, gar nichts, habe ich euch erzählt. Ja, damals. Und jetzt aus dem Humpen. Mein Abschied für euch. Vielen Dank für 24 Tage Bier-Adventskalender 2015. Das war mir eine Ehre.